einen wunderschönen Sonntagmorgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Und ja, ich stehe hier inmitten der Rosen und wollte ja eigentlich diese Woche, wie angekündigt, mit Ihnen hochbinden und schneiden und Herbstvorbereitungen machen. Dazu kommt es leider heute nicht, weil ich kann mir nicht mal einen anständigen Zopf flechten. Ich habe mir die Schulter verrumst und habe das, was man eine Kalkschulter nennt, auch gerade nicht so ein attraktiver Name, aber es ist so, ich kann meinen Arm echt nicht bewegen und deswegen müssen wir das einfach auf nächste Woche verschieben, wenn ich wieder etwas mobiler bin. Aber dieses Wochenende steht ja völlig im Zeichen des englischen Gärtnerns bei uns. Der John's Garden ist da. Wir haben ja unseren Traditional English Gardening Kurs und den Mixed Border Kurs. Und da gehen wir doch jetzt einfach mal ein bisschen zusammen durch den Garten und schauen uns ein paar englische Gärtnerelemente an. Vielleicht treffen wir den John auch und können ihm ein bisschen etwas entlocken. Und dann machen wir einfach nächste Woche, wenn ich wieder ein bisschen fitter bin und den Arm wieder anständig bewegen kann, weiter mit unseren Herbstvorbereitungen. Kommen Sie mit, wenn Sie Lust haben. Das englische Gärtnern ist natürlich auch eine Mischung aus ganz vielen Stilen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir damit Romantik verbinden, dass wir damit einfach diese Harmonie im Garten verbinden, Üppigkeit und einfach aber auch auf der anderen Seite dann wieder die Architektur von Gärten. Also hier zum Beispiel bei unserem Kräutergarten mit dieser schwebenden Hecke aus Kuchenbaum, Cercidophyllum, das ist natürlich schon mal ein sehr formales, ganz starkes Element. Und wenn man dann hier weiter in den Kräutergarten reinkommt, hat man aber verschiedene andere Elemente, nämlich zum Beispiel eigentlich aus Frankreich stammend diese Spaliere, die auf 45 Grad liegen. Oder wenn Sie eben runter auf den Weg schauen, das ist so was ganz Typisches, dass es eben nicht irgendwie ganz gerade betoniert ist und ordentlich aussieht, sondern dass es durchaus Struktur hat, diese alten Ziegeln, ein bisschen Löcher und Wellen und so aussieht, als wäre es schon Jahrhunderte auch hier dieser Weg und eingelaufen über viele Generationen. Und auch das ist natürlich das englische Gärtnern, eben die Tradition. Dann haben wir hier die Beete mit den Kräutern, die natürlich jetzt teilweise schon etwas abgeräumt sind. Zwischendurch mal wieder eine Rose, wunderschön hier mit den Hagebutten. Und hier ein kleines Insektenhotel, das auch im Kräutergarten seinen Platz findet. Also es ist im Prinzip einerseits formal, andererseits verspielt. Und das ist im Prinzip auch eine ganz gute Beschreibung dessen, was wir eben hier in unseren englischen Gärten auch versuchen zu zeigen. Das ganze Spektrum eigentlich der Gartenkultur. Und das Interessante ist halt wirklich die Mischung aus diesen vielen Elementen, die dann einfach dieses Ganze ergibt, dieses Gefühl im Garten, einfach dieses Wohlbehagen. Und ganz wichtig beim englischen Gärtnern ist auch immer wieder, wenn wir mal hier runter gucken jetzt, dass das Auge aufgefangen wird, dass man einfach immer einen Blickfang hat, einen Focal Point, wie die Engländer sagen. Und hier ist es in diesem Fall tatsächlich diese Blickachse runter zum Wassergarten. Und dann schauen Sie durch den Pavillon hindurch, den wir ja neulich geschnitten haben. Und auf diese Art und Weise sehen wir ja dann bis zur Bank vor der Trauerweide. Und das ist einfach so ein Ankommen mit dem Auge. Und von daher auch ein ganz wichtiges Element beim englischen Gärtnern. Und wenn wir hier jetzt auf die andere Seite rübergehen, Richtung unseren Potager, Gemüsegarten, dann sieht man im Prinzip genau das Gleiche. Auch hier durch den Bogen und durch den Pavillon durchschauend wird das Auge gleich wieder eben auf diesen Sitzplatz gelenkt. Und ja, man wird davon angezogen, möchte da gerne sitzen und verweilen und die Gerüche wahrnehmen. Und das ist es ja auch, was den Garten ausmacht. Es ist ja ein Lebensraum. Schön jetzt schon geschnitten, sehen Sie hier unsere Rosenbögen für den Winter schon vorbereitet. Da waren unsere Männer diese Woche echt schon ganz, ganz fleißig. Auch die Rosenhecken, ich kann jetzt halt eben im Moment leider da selber nicht mit angreifen,
Hatte ich aber im letzten Video gesagt, sehen Sie auch schon hier jetzt die Rose de Mont und die Pompon de Bourgogne. Kann man auch jetzt wieder wurzelnackt übrigens bestellen, die diese wunderschönen Hecken hier im Gemüsegarten machen und dann im Juni wunderbar reich blühen. Also jetzt auch schon auf Form korrekt zurückgeschnitten, weil dann ist der Zuwachs im Frühjahr einfach dann das, was wieder für die Romantik sorgt, wo die Hecke so ein bisschen nicht aus der Form gerät, aber so ein bisschen lebendiger wird und eben dann mit Blüten übersät ist. Und ansonsten natürlich hier, das ist ein klassisches Beispiel von dem, wie auch in England gegärtnert wird, mit Zierblumen und Nutzpflanzen, alles gemischt hier in diesem Beet oder in diesem Garten mit den Spalieren hier, die liegenden Spaliere. Hier haben wir die Ringelblumen noch drin, Sellerie und rote Beete. Und drumherum ist der Garten eigentlich abgegrenzt, um im Thema zu bleiben, eben dann auch wieder mit Spalieren, Birnenspaliere oder Apfelspaliere in verschiedenster Weise gezogen und dazwischen aber auch immer wieder Rosen und auch Klematis, um das Ganze eben schön aufzulockern. Üppige Rosenbögen sind natürlich nicht wegzudenken aus dem englischen Garten, ganz klar. Und Sie wissen ja, sobald mein Arm wieder okay ist, werden wir hoffentlich nächste Woche hier hochkraxeln und unsere Mrs. Billy Creek hier am Bogen wieder in Ordnung bringen. Und was sich auch diese Woche getan hat, das sehen Sie hier ganz schön, unsere Yellow Brick Road ist wieder richtig yellow, richtig gelb. Die hat jetzt gerade einen neuen Belag bekommen. Sieht sehr, sehr schön aus. Wer die Fotos, Quatsch, die Videos in den letzten Wochen ein bisschen verfolgt hat, wird den Unterschied sehen. Und gerade heute wird sie natürlich wieder ganz groß zur Geltung kommen, wenn wir unseren Mixed Border Kurs hier mit dem John machen werden. Und da wird eins der großen Themen sein, natürlich die Bepflanzung hier in den Beeten. Das hatte ich ja neulich schon mal gesagt. Und der John hat jetzt gesagt, nachdem er nach 2 Jahren endlich mal wieder hier ist, die Sträucher sind viel zu hoch geworden für einen Border. Und da wird er also ganz massiv dran gehen. Bin ich schon sehr gespannt und werde Ihnen natürlich das Ergebnis dann auch nächste Woche zeigen. Was Sie ganz häufig in den englischen Gärten auch finden, das ist so dieses Parkland, nennt man das hier in der Mitte, die große Fläche mit einem zentralen Blickfang, der ja hier unsere Zelkova ist, die sich jetzt so schön rot färbt. Und um diese Parkfläche herum sind überall versteckt hinter Hecken, hinter Bögen, hinter anderen Strukturen einzelne Gartenzimmer, Gartenteile, die auch Höhepunkte dann zu verschiedenen Jahreszeiten haben. Und die kann man natürlich dann richtig feiern, diese Höhepunkte. Das ist natürlich quasi das formale Element des Gartens, das auch quasi gartenarchitektonisch so angelegt ist. Und ganz wichtig ist natürlich auch in einem englischen Garten immer, dass es Bereiche gibt, die so wirken, als hätte die Natur sie komplett alleine so hergestellt. Da darf man eigentlich nicht sehen, dass da menschliche Hand angelegt wurde. Und so einen Bereich haben wir hier im Prinzip auch. Darf ich dich kurz stören? Doch, komm mal raus. Lass uns mal an einen anderen, schöneren Platz gehen. Ich habe unseren Zuschauern jetzt so viel schon erzählt, immer von dir. Komm, wir gehen da rüber an die, zu den Rosen. Er lässt sich ungern von der Arbeit wegdrängen, aber muss jetzt sein. Ich habe jetzt gerade unseren ganzen Zusehern erzählt, was das englische Gärtnern bei uns im Garten ausmacht. Eigentlich habe ich aber auch keine Ahnung, dafür bist du der Spezialist. Was ist es, was das englische Gärtnern ausmacht? Deutsch oder Englisch? Oh, whatever you want. Okay, well, easier in English. It's three things. It's the design, it's the plants you put in the design, and it's the way in which you prune the design. And it's each one of those elements has to be in balance.
Okay. And what is the main element in here in the garden? What are the main elements of English gardening here in the gardens? The main element, well, there are two main elements. There's the formal gardens, where we have lots of straight lines and lots of precision. And then there's the informal, the shrubberies, the wild gardens, where we are looking to create what looks like a wilderness, but is in fact very tightly controlled. Okay, so I got that right with the oval. You mean the oval, right? I do, yeah, okay. Absolutely. And the man who originally suggested all these ideas was a very self-opinionated character. He was Irish, and so he held his opinions rather strongly. And if he could see where one of his gardeners had pruned, then he'd sack the gardener on the spot, because it was all about invisible pruning. Und genau das wirst du den Teilnehmern jetzt im Kurs am Wochenende natürlich zeigen, wie man genau das macht. Exactly. So we're going to give a lesson in how to do it, so it doesn't look as though you've been in there and rasiert with a hedge cutter. Okay. Und das Klima, ist es nicht ein Unterschied, ob man das in England macht oder hier bei uns? No, this is a popular misconception. The real difference is the pruning. That's how you prune and the way in which you prune. And this allows you in the English garden to have flowers from the ground upwards, and for the plants to lean out and perhaps caress and touch their neighbours in a slightly sort of more romantic and relaxed way. But it's the pruning, not the climbing. Was der John tatsächlich damit meint, das sehen Sie ganz wunderbar eben genau hier bei diesem Kontrast drüben der Lavendelgarten in ganz klaren Linien, ganz formal angelegt und dann hier unser Oval, der ovale kleine, die ovale kleine Insel, Waldinsel hier im Garten. Da hat der John jetzt die letzten Tage mit unseren Gärtnern zusammen ganz viel von den Bambus zum Beispiel rausgenommen, der in den letzten zwei Corona-Jahren hier sich massiv verbreitet hat. Und man sieht jetzt aber gar nicht, dass das fehlt. Das ist also wirklich so, als hätte die Natur alles alleine so geschaffen. Hat sie ja letztlich auch, aber eben man geht ganz sensibel, ordnungsschaffend hier jetzt mit ran, um einfach diesen kompletten wilden Eindruck zu geben. Aber trotzdem hat man natürlich hier ein Stück weit für Ordnung und Struktur gesorgt. Und das ist im Prinzip auch ein ganz wichtiges Element des englischen Gärtnerns, dass diese Dominanz des Menschen über die Natur eben ausgeschaltet ist und man einfach diesen komplett natürlichen, dieses ganz natürliche Feeling auch bekommt. Und das ist der Ausdruck hier eben in so einem Waldwegchen. Kurse mit John sind nicht nur unglaublich informativ und man lernt unheimlich viel dabei, sie sind auch sehr, sehr unterhaltsam. Er hat viel Humor und wir zeigen Ihnen jetzt so ein paar Ausschnitte noch aus dem Kurs von diesem Wochenende, einfach damit Sie da auch mal so einen kleinen Einblick bekommen, was da so passiert bei den Kursen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, verabschiede mich schon mal auch an dieser Stelle bis nächste Woche bei Ihnen. Hoffe, wie gesagt, dass ich dann wieder voll einsatzfähig bin und wir uns all dieser etwas davon schießenden Schönheiten hier in den Gärten annehmen können und unsere Herbstvorbereitungen weitermachen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, viel Spaß in Ihren Gärten und dann bis nächste Woche wieder. Tschüss!